Heute wird getestet eine sogenannte CD-Sonne mit Klasse 1, Kategorie F1 Artikel. Ich zeige euch mal schnell, wie sowas gehen kann. Die Idee kam prinzipiell von einem Mitglied aus dem Forum. Ich habe die ein bisschen weiterentwickelt und schauen wir, was daraus besser wird. Getestet haben wir das Teil schon mit zwei wilden Hummeln von der Firma Nico. Jetzt testen wir das Ganze wieder mit zwei wilden Hummeln von der Firma Nico und von Mock Nico zwei tolle Bienen. Wie das dann funktioniert, seht ihr hier unten. Was ihr dafür braucht, ist erstens eine alte, ausrangierte CD. Zweitens Heißkleber. Damit macht ihr die CD in der Mitte dicht und lasst einen Nagel oder irgendeinen Gegenstand drin stehen oder bohrt später durch, damit ihr eine genaue Mitte habt, damit sich das Ding um die Achse dann auch drehen kann. Drittens, zwei wilde Hummeln von der Firma Nico und zwei tolle Bienen von Mock Nico sowie grüne Visco. So, und jetzt bauen wir das ganze Zeug zusammen. Im Prinzip ganz einfach, immer schauen, wo die Austrittsdüse ist. Das ist in dem Fall immer die Richtung, wo die Visco rausguckt. So, wir machen das Ganze mal ganz provisorisch mit Klebeband fest. Das reicht fürs Erste, beim ersten Mal auch gereicht. Für Leute, die es ein bisschen stabiler hätten oder beziehungsweise wenn es dann scharf schalten, einfach einen Heißkleber nehmen und dann vielleicht noch mit Kaffee drüber, damit es stabilisiert ist. So, und so toll kann es dann anschauen, wenn man ein ganz klein wenig Zeit investiert hat. Oh, da ist noch ein bisschen drauf. Das ist wirklich nur ganz provisorisch und mit Tesafilm gemacht. Ich denke mal, wir können jetzt auf scharf schalten. Okay, hier haben wir da mal ein bisschen was vorbereitet. Wir stellen ein bisschen Vanille. Die haben doch jetzt nicht alle gekriegt. Die sind nacheinander. Ach so, naja. Die müssen wir nicht verkürzen. Ja. Das ist nix. Naja, müssen wir vielleicht noch mal Brenn dazwischen reinsetzen? Oder? Ja, dann. Aber das ist. Aber so ist es funktioniert. Ja. Die Gewichte ist auch ein bisschen langsamer, aber es funktioniert. Okay. Ja, ich würde sagen, für den ersten Versuch nicht schlecht. Jetzt weiß ich zumindest, was wir nächstes Mal anders machen müssen. Also eben noch mehr Brenner zwischen rein oder halt kurze Beschleunigerstücke mit roter Litze einbauen. Dann dürfte das ganze Bogen wunderbar funktionieren. Die CD ist auch noch heil, wie man sieht. Und ein bisschen schwarz, aber heil und wunderbar. Nächster Versuch folgt. Viel Spaß. Tschüss.